RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Wir werfen gleich noch mal einen Blick aufs Tableau, um mal einzuordnen, wie die Vorrunde gelaufen ist. Da haben wir die Leipziger mit 7 Punkten auf Platz 6. Also eine sehr, sehr ordentliche Vorrunde gespielt. Torverhältnis von 12 zu 11. In der zweiten Hälfte tauchen dann die Gladbacher auf. Sie haben die Vorrunde als 10. beendet. Insgesamt mit 4 Punkten die Gladbacher. Holten ein 2:2 gegen Bayern München und gewann heute Morgen, das war ganz wichtig, noch gegen Arminia Bielefeld mit 3:1. So vom Gefühl sind die Leipziger noch ein bisschen favorisiert. Haben die Dortmunder geschlagen, haben Frankfurt geschlagen. Gegen starke Mainzer sich heute noch ein 3:3 erspielt. Und deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht. Also wir ermitteln jetzt den Gegner für den ersten FC Köln. Wir sind also wirklich auf der Zielgeraden in diesen Achtelfinals. Und es wird immer spannender, weil sich der Kreis immer mehr schließt. Und sind natürlich sehr gespannt. Wie gesagt, die Leipziger schon ein bisschen favorisiert. Aber auch die Gladbacher haben sich jetzt echt gesteigert im Turnierverlauf. Und deswegen gibt es einen klaren Favoriten in dieser Partie. Auf keinen Fall. Wir sind sehr gespannt. Dominik Capecchi macht sich auf den Weg. Und deswegen geht es dann auch jeden Moment los mit dieser Achtelfinal. Partie, wir freuen uns sehr drauf, was hier passiert in den kommenden 15 Minuten. Capecchi, 20 Jahre jung, Schiedsrichter beim FC Preußen Espelkamp, macht das richtig cool bis hierhin. Super Körpersprache, Entscheidung, goldrichtig, tolle Leistung bisher von Capecchi. Und wir starten in das Spiel Leipzig gegen Gladbach. Wer trifft gleich in der nächsten Runde auf den ersten FC Köln? Gladbach hier mit dem ersten Ballgewinn. Klasse rübergespielt. Mal zurückgelegt, das war klasse gemacht. Und dann der Abschluss von einem sehr, sehr auffälligen Gladbacher Spieler, von Ben Büschkens, der eben richtig aufgetrumpft ist in diesem letzten Gruppenspiel gegen Arminia Bielefeld. Boah, schade. Eben der Trickversuch von einem der auffälligsten Spieler. Bei den Gladbachern gehen wir gleich drauf ein, während wir erstmal die Riesenchance für die Leipziger haben. Und da haben wir den Treffer. Co-Produktion da. Schauen wir mal, wie es passiert ist an der Bande und dann vollendet durch den Kapitän. Fußspitze reingehalten, Julius Pfennig. Also der Kapitän von RBL. Also wir wollten noch kurz eingehen auf den Gladbacher mit der Nummer 9. Wer schon länger dabei ist, wird den Namen schon ein paar Mal von mir gehört haben. Cameron Arnold. Top-Torjäger der Gladbacher auch in der Liga. Und auch hier bisher ein richtig gutes Turnier gespielt. Da wurde Jan Volle, Tor der Gladbacher, nochmal richtig schnell. Das nächste Duell. Gladbach an der Niederrheinliga aktiv, sind da Tabellenzweiter. Punktgleich mit der U17 des Wuppertaler SV. Haben 7 Punkte Vorsprung auf die U16 von Fortuna Düsseldorf.
dieser niederen Liga nur 4 Mannschaften, U16-Teams. 4 von 14, alle anderen sind U17-Teams. Also die Gladbacher messen sich dann im Schnitt mit ein Jahr älteren Spielern. Für die Entwicklung natürlich top. Und umso höher ist dann der Tabellenplatz zu bewerten. In Gladbach wird ja seit Jahren eine hervorragende Jugendarbeit gemacht und immer wieder profitieren sie davon ja auch im Profibereich. Max Eberl ja vor seiner Sportdirektortätigkeit der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und sicherlich da auch ein paar Standards und Grundsteine gesetzt. Der jetzige Sportdirektor. So, Leipzig, wie man sie kennt, immer druckvoll. Immer sehr, sehr aktiv gegen den Ball und deswegen immer unangenehm zu spielen. So, nächster Angriff der Leipziger. Und sie sind einfach brutal effizient. Torschütze Erik Uhlmann. Zweitbester Torschütze in der Liga mit 7 Saisontreffern. Er ja zusammen mit Leipzigs Nummer 9, der gleich hier versucht an den Ball zu kommen. Lorenzo Cocco. Die beiden Torjäger bei den Bullen. Also Leipzig wird hier bisher der Favoritenrolle in jedem Fall gerecht. Da ist Cocco aus der Drehung. Aber den Ball hat Jan Volle. Klasse gespielt jetzt von Cocco. Leipzig kontrolliert. Da ist Geschehen bisher volle sicher. So, weiter Abwurf. Aber auch das kriegen sie wieder nicht zu Ende gespielt. Volle ganz sicher. Gladbacher waren im Vorfeld etwas wortkarg, wenn man mal entweder ins Programmheft guckt oder auf freewaycup.de die Mannschaftsinfos, gibt es ein kleines Interview mit jeder Mannschaft und die Gladbacher waren keine Freunde großer Worte. Müsstet ihr mal reinklicken. Ist schon wirklich kurz und knapp gehalten, das Ganze. Nächster Schussversuch und toller Treffer von Ben Kleefisch. Kommt da von der Platte. Wunderbar den Volley genommen, super eingefangen. Haben wir oben rechts noch im Bild gesehen, den Fanblock, die Leipziger Eltern, die da sind. Ja, Tavita zu Recht gefeiert für sein Tor. 3:0 Führung für die Leipziger. Momentan gibt es nicht ganz viel, was hier noch für Borussia Mönchengladbach sprechen sollte. Leipzig hat das hier klar im Griff. Vierte Teilnahme für die Leipziger. Beim ersten Mal 2016 konnten sie das Turnier sofort gewinnen. Ein Stand nach Maß für die Sachsen.
Noch Freistoß Lappach. Schuss gut pariert. Nächster guter Abschluss, Nachschuss und der Treffer. Und das dürfte jetzt von Tim Koch der Treffer die Vorentscheidung gewesen sein. Sieht übrigens Cameron Arnold nicht so. Der hat seine Mitspieler gerade mal zusammengestaucht und gesagt, Leute, los jetzt. Der gibt hier noch nicht auf. Da waren wieder am Ball. Also Leipzig verteidigt das unglaublich körperlich, unglaublich konsequent, sehr, sehr wach. Fragt man sich, wie die gegen Hamburg 5 Gegentore, gegen Frankfurt 2 Gegentore und gegen Mainz 3 Gegentore kriegen konnten. Das ist der Vorrundenschlaf. Die sehr, sehr wach. Die Leipziger. Und jetzt reicht Ballkontrolle. Ballgewinn hier von Arnold. Vier-Sekunden-Regel. War abgelaufen. Capecchi mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, ganz entspannt. Leipziger wird mit dem Erfolg auf einen richtig dicken Brocken treffen. Sie wären nämlich der Gegner vom 1. FC Köln. Und das wäre schon eine Mörderpartie. Leipzig-Köln. Definitiv zwei Mannschaften, die sich als Mitfavoriten herauskristallisiert haben. Und jetzt natürlich ein Stück weit die Kräfte schonen. Müssen nicht in so ein Drama rein. Gehen hier viel auf Ballbesitz, viel auf Kontrolle, sich dann irgendwann zum Abschluss durchzuspielen. Gladbach glaubt auch nicht mehr so wirklich dran. Spieler, die gerade ausgewechselt werden, gehen gerade sehr geknickt von der Platte. Also die 4 Minuten wird Leipzig souverän zu Ende bringen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ball nochmal rüber gespielt. Aber schade, artistisch. Hier von Don Micke. Wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt, Mensch, wie stehen, was für Viertelfinals stehen an, was für Achtelfinals kommen gleich noch, wie sieht eigentlich die Scorerwertung aus? Das alles in der freebreakup.de im Livescore. Klickt rein und holt euch den perfekten Überblick über den Freeway Cup 2019. Das Ding wird live gepflegt, also gute Möglichkeiten. Jetzt nochmal die große Chance auf 5:0 zu stellen. Klasse rübergelegt und da darf Lorenzo Coco treffen. Sehr, sehr mannschaftsdienlich gemacht. Da sagt er artig Danke bei Erik Uhlmann. 5:0. Also ganz, ganz deutliches Achtelfinale. Das deutlichste bis hierhin. Gladbach wirklich weitestgehend chancenlos in diesem Spiel. Es ist ja nicht so, dass sie 300-400-prozentige vergeben haben. Leipzig mit diesem Tempo und vor allen Dingen mit dieser
entschlossen hat gegen den Ball. Also auch bei der siebten Teilnahme kein Finaleinzug für die Gladbacher. Und letztes Mal nach einer kleineren Auszeit das erste Mal wieder dabei. Auch der Schussversuch wieder geblockt. Sie sind unglaublich aufmerksam. Jetzt mal der Treffer für die Gladbacher. Ehrentor. Don Wicke. Also sieht doch ja viel schöner auch nicht aus, aber so ein bisschen schöner. Zumindest ein Treffer. Nächster Schussversuch durch Ben Büschkens. Filmen. Nochmal das Aufbäumen der Gladbacher. Also, sie geben nochmal alles. Und das finde ich eine klasse Einstellung. Und dass der nochmal treffen muss, war doch klar. Cameron Arnold hat sich verdient. Super Auftritt. An ihm lag sicher nicht. Der Top-Torjäger, der Gladbacher, setzt hier den Schlusspunkt für die Fohlen. Also, nochmal, finde ich klasse. Die Gladbacher liegen ziemlich aussichtslos zurück und trotzdem geben sie Vollgas, geben sich nicht auf, schieben auch keinen Frust, sondern versuchen bis zum Ende alles und das zeugt von einer tollen Einstellung. Wirklich klasse, macht Spaß. Und trotzdem ist Leipzig verdient eingezogen. Mit 5:2 besiegen sie Borussia Mönchengladbach und treffen nachher im Viertelfinale auf den ersten FC Köln. Das wird ein richtiger Kracher.